So, weiter geht's mit Let's Play Good Drift Outdoor Online. Wir haben uns dazu entschlossen, mit Alex CCCP3 ein Match zu machen in Tennis. Und zwar haben wir absolut überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze hier funktionieren soll mit Tennis und so. Aber na gut, okay, finden wir dann ja raus. Auf jeden Fall haben wir mich dazu entschlossen, mal was Neues auszuprobieren, und zwar Tennis, wie gesagt. Ja, andocken ist schon ganz gut. Dann gucken wir mal. Der Alex ist hier. Ja, okay. Machen wir mal bereit zum Spiel. Mal sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Ich will mal ein bisschen Tisch reinräumen. Und wir haben voll die schlechten, meine Muskeln. Ah. So, probieren wir mal. Haha! Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und weiter jetzt. Oh, der macht mich fertig, Alter. Der macht mich fertig. Das ist schön. Aber die Steuerung ist leicht. Oh! Der macht mich fertig. Das glaube ich nicht. Na komm, jetzt aber hier. Oh. Cool. Aber auch mal was erreicht. Sehr schön. Lose war nicht zu gut ab. Wäre zu schwer. So, jetzt. Hättest du wohl gedacht hier. Punkt gewonnen. Hä? Was für ein Punkt? Ach so. Ja, hier. Natürlich. Klar. So, okay, dann jetzt weiter. Ja, so einfach mag ich es dir natürlich nicht. Einstand! Sehr geil. Wir haben auch völlig die falschen Klamotten, wollte ich sagen. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wir haben die falschen Klamotten dafür. So, jetzt ist er dran. Ach nee, ich bin dran. Warum bin ich eigentlich noch dran? Hat er geschafft. Ne, jetzt hat er den Vorteil. Das heißt, wenn er jetzt nochmal das Ding macht, dann hat er auf jeden Fall den Satz hiervon. Und wenn ich jetzt wieder einen Punkt mache, dann steht es wieder ein Einstand. So war das. So, jetzt aber hier. Na, der hat er geschafft. Gut gemacht, Alex. Super gemacht. Super gemacht. Ja, hier steht's schon. Ach nee, er hat jetzt ein Spiel gewonnen. Okay. So, dann schicken wir mal ein bisschen rum hier. Jetzt wissen wir auch, wie es funktioniert mit dem Lenken des Balls. So, jetzt aber hier. Jetzt machen wir ihn fertig. Jetzt machen wir ihn fertig. So kann's gehen. So. Der gelbe Punkt, der bei ihm ist, der symbolisiert, dass er am Drücker ist. Und okay, jetzt hat er. Ja, der gelbe Balken symbolisiert, dass er halt den Anschlag hat, den Aufschlag. Und wir müssen halt reagieren. So.
Jetzt haben wir ihn aber. Ich glaube, der wird dann auch gleich dahinter kommen, wie das ganze System hier funktioniert. Aber bis dahin werden wir ihn mal ein bisschen beihalten hier. So. Ja, da, das kann schon schief gehen. So, Gleichstand. Denn jetzt weiter. Jetzt habe ich wieder den Ball. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Ah, das ist geil. Ein schönes Spiel, auf jeden Fall. Ein Spiel eigentlich, wenn man so will. Aber den Trick hatten wir schon bei der Nintendo 64-Version von Super Mario. So. Ja, den Trick hat er jetzt auch drauf. Aber so nicht, mein Freund. Lass mich doch nicht von einem Anzugträger fertig machen. Das ist schon gut. Ich hab nur den Anzugträger. So. Hä? Oh, tut mir leid für dich. War er vielleicht noch nicht ganz bereit, aber na gut. Komm. Jetzt aber hier. Oh! Oh, oh! Ah, na gut, okay. So, das kann auch mal dem Besten passieren. Wo weiter jetzt? Ihr könnt schon mal Wetten abschließen, wer von uns beiden gewinnt. Noch ist ja alles so drinne. Jutet mit den Wetten feierst du mal natürlich. Nein, das ist natürlich Quatsch, also. Was soll's, ihr könnt ruhig Wetten abschließen. Um das Recht, natürlich. Wir spielen ja nicht um Geld. Ah ja, weiter jetzt. So, der sieht ganz gut aus. Da lang. Oh. Haha, ist er bei mir abgeprallt. Einstand. Sehr schön. Jetzt ist er auf jeden Fall dahinter gekommen. Jetzt ist alles drin wieder. Also, ist immer noch alles drin. Natürlich, na klar. Aber jetzt wird es nämlich richtig ruppig. So, ich hab den Ball. So. Nein! Da hat er einen Vorteil. Alter, der macht mich fertig hier. Das dürfen wir nicht zulassen. So. Also, nochmal. Ja, nein. Oh. Ja! Ja, Einstand wieder, sehr schön. Oh. Oh. Also Tennis müsste ich öfter spielen, macht richtig Spaß. Vielleicht mache ich noch mal Arm drücken oder so. Wir machen mal die ganzen Freizeit-Quatschdinger hier mal ein bisschen durch. So. Sehr schön. Jetzt habe ich den Vorteil. So, und jetzt holen wir uns in unseren zweiten Punkt hier zurück. Zeit wird's langsam. So, ich bin am Ball. Los, zieh durch. Deine Animation kannst du jetzt mal beiseite packen. So. Oh, 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 oh. Oh, habe ich den neu gerettet. Da habe ich den. Haha, hast du dir gedacht, ja, wa? Oh, Junge, Junge, Junge. So, Seitenwechsel. Jetzt bin ich wieder auf der Sonnenseite. Na? 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 Oh, schön. Achso, nee, warte. Das ist gut drauf. Das ist gut drauf. Ja, nee, wirklich, ja, das ist wirklich gut drauf. Also, ich bin total begeistert eigentlich von ihm.
Finde ich nett von ihm, dass er mir auch noch hier so bei meiner Aufnahme unterstützt. Hier, jetzt, ich habe den Rumlin jetzt kennengelernt, ja, also jetzt wirklich näher kenne ich den nicht, aber der hat sich halt dazu bereit erklärt. Er hat mir, wo ich geschrieben habe, hier, ja, wir hatten den Bock auf eine Aufnahme, also auf ein bisschen Tennis so. Und ja, da habe ich erstmal den Gerd Kruppstahl angesprochen. Und dann habe ich so gefragt, so, ja, hier, wie wär's so mit Aufnahme? Und ich muss unbedingt noch eine Folge rausbringen für Tennis mal. Und, wow! Was wandert von der Rakete? Junge, Junge. Nee, wie gesagt, also, Alex hat sich dann dazu bereit erklärt, er hat dann natürlich mitgelesen, so, ja, hier, komm, ich mach da mit. Und so haben wir uns halt dazu entschlossen, hier ein bisschen Tennis mitzumachen. Ja, ja, wie gesagt, so mit den Aufnahmen und so, ist vielleicht ein Lockmittel, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist so eine schöne Motivation und so, weil jeder will mal ein bisschen gesehen werden und ein bisschen Bekanntheit und so alles hinkriegen und ich werde jetzt niemanden verbieten oder so, hier mitmachen zu können. Ich meine, solange man sich hier so anständig benehmen kann, abgesehen von mir, da habe ich eigentlich kein Problem mit. Deswegen habe ich mich auch mit Battle Jones zusammengetan. Und so Battle Jones ist ja wirklich so einer der seltenen Stücke der Menschheit. Die sind ihres Alters heute ein Stück weit hinaus. Und der kann sich wirklich ganz gut benehmen. An dieser Stelle grüße ich dich nochmal, Jones. Danke nochmal, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Also, fand ich super. So, jetzt haben wir den Vorteil und wir haben das Spiel gewonnen. Bam! Jetzt habe ich natürlich drei Sätze eingestellt, aber das war jetzt völliger Quatsch. Jetzt habe ich wieder den Ball. Na, da hat er mich. Sehr gut gemacht. Flupp mal her, der will jetzt gerade nicht schreiben. Ich texte mir die ganze Zeit zu. So. Ja, da. Der hat zu kneifen ein bisschen im Schritt, ich merke schon. Haha! So, wie lange geht denn eigentlich so ein Spiel irgendwie? Ja, zum Treffen musst du die linke Maustaste benutzen. Nein, natürlich, ich weiß. Ja, bla bla blub. Das weiß er bestimmt. Wegen beenden, Aufschlag beginnen. Ein Topspin können wir dann auch noch machen. Ganz ehrlich, ich muss erstmal ein bisschen noch die untere Zeile lesen. Also, wir starten. Wir schlagen auf und dann Topspin. Was ist los? Achso, das Spiel habe ich gewonnen. Seitenwechsel. Ach, wie lange geht denn das? So. Wow, da hat er mich. Gut gemacht. Warte mal. So. Nochmal kurz kontrolliert wegen Mikrofon und so. Aber gut. So. Wupp. So, wie war der Topspin jetzt? Was war jetzt der Topspin? Wir wollen mal ein bisschen probieren, was der Topspin so kann. Er ist ja am Ball, da können wir gut reagieren. Also, Top, Stoppball. Ach so, ist der Stoppball. Okay, wenn man also die linke Shift-Taste drückt, hält, dann macht man Stoppball und fliegt er wieder normal. Okay. Was ist das? Slice? Alles klar. Der Slice funktioniert denn so als flacher Ball. Ach, Mensch, hier. Der Battle Jones, der ist ja hier Tennisspieler. Ich müsste den eigentlich nochmal ein paar Runden lang belöffeln. Okay. Grundschlag. Mach mal den Grundschlag wieder. Ja. Haben wir dich wieder.
wir werden mal ein bisschen austesten und so, und naja, pipapo hier. Wir hätten vielleicht mal ein paar wenige Sätze einstellen müssen. Was? Fehler? Was sind Fehler? Wir hätten jetzt einen Fehler gemacht. Ach so, er hat jetzt einen Fehler gemacht, oder was? Hm. Der will es auch nur noch hinter sich bringen. Na gut. So, wir haben jetzt 5 Spieler, aber was ist jetzt... Wie viel Spieler ist jetzt ein Satz? Der hat keinen Bock mehr, wa? So. Ach so, der bewegt sich doch noch. Komm schon, Mensch Alex, lass mich im Stich, lass uns ein bisschen Spannung hier hinbringen. Wir können das beide. Wir sind beide gleich schlecht. So, jetzt aber hier. So, beweg dich, sehr schön. Gut, und wieder rüber. Und so, dann machen wir mit Slice und hauen wir das Ding weg. Jetzt haben wir jetzt den ersten Satz bei, gerade mal. Das heißt, noch 2 weitere dieser langen Spiele. Oh, da hat er mich. Also Satzball. Verdammt, das dauert doch lange. Also wirklich sehr lange. Wir hätten vielleicht weniger einstellen müssen. Für den Einstieg so. So. Haben wir? Wir haben den ersten Satz gewonnen. Denk mal, ja. So. Ah, das kann jetzt aber lange dauern hier. Komm schon, Alex, schreib mit mir. Ein Spiel. Okay. Da bin ich dabei. Wow! Aber jetzt hier gepasst. Sehr geil. Sehr gut gemacht. Ah, naja, okay. Stoppball. Topspin. Wir wollten den nur ein bisschen ausprobieren. Meine Güte. Lass uns eine Chance. Komm, wir sind gerade am Verlieren. So, jetzt aber hier. So, also Stoppball. Topspin. Listen, there's nothing questionable about the activities of a few consenting adults in a band. Haha! Wir sind ganz vorne. Na gut, jetzt haben wir unsere ersten 15. Aber hey, das läuft. Es läuft. So, weiter geht's. Zack. Und wieder. Oh, oh, no, no, no. Ja, hast du geschafft. Ich bin stolz auf dir. Hast du geschafft. Aufschlag, Lorende. So, Ende. Danke dir. Ja, nee, passt. Alex, danke. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich hätte vielleicht nur einen Satz einstellen müssen. Ich hatte absolut auch keine Ahnung eigentlich davon. Aber mir hat es echt gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Auch wenn wir jetzt eigentlich ein mehr oder weniger ein Unentschieden eigentlich haben. Weil wir haben das Spiel ja weder nicht beenden können. Aber na gut. Kleiner Blick bitte.
Ja, wie ihr sagt, also mir hat das Spiel ja richtig gut gefallen, ja, eigentlich. Mal sehen, was wir so in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr seid ja nochmal dabei. Ich werde mir dann die nächste Freizeitaktivität mal hier suchen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann halt wieder in der nächsten Folge. Lasst euch gut gehen und haut rein. Tschüssele!